Sonst mache ich's. Frau Renner, wir haben heute zwei unterschiedliche Zeugen gesehen, beide von der Deutschen Telekom AG, der eine jetzt pensioniert. Was haben wir wirklich Neues erfahren können von diesen Zeugen? Leider bisher in der öffentlichen Sitzung sehr wenig. Und ich sage mal, das Aussageverhalten der Zeugen plus möglicherweise auch die sehr eingeschränkten Aussagegenehmigungen des Konzerns waren für uns hinderlich. Und ich denke, es hätte der Telekom auch gut angestanden, vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch um Kundenvertrauen geht, hier heute die Mitarbeiter mit etwas weitgehenden Befugnissen auszustatten. Wir wollten ja zur Operation Iconal sprechen, also zum Abgriff des BND für die NSE beim Telekom-Knoten. Und da haben wir nicht viel Neues erfahren. Allerdings drei Punkte sind doch festzuhalten. Beide Zeugen haben übereinstimmend ausgesagt, dass für diese Datenerfassung kein G10-Beschluss vorlag. Zweitens, das ist für uns eben auch wichtig, in dem Zeitraum dieser Operation gab es eine technische Umorientierung. Internet hat immer größere Bedeutung erlangt und wir fragen schon sehr klar, wie insbesondere auch beim Erfassen von paketvermittelter Kommunikation, so heißt es ja, tatsächlich dann auch ein Grundrechtsschutz und ein Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses stattgefunden hat. Und zuletzt waren auch Fragen nach der IT-Sicherheit im Haus selbst für uns doch sehr mäßig in der Antwort. Hat man überhaupt nicht ins Kalkül gezogen, dass es möglicherweise auch Interessen von Dritten, auch Geheimdiensten gibt an diesen Daten? Das sind Fragen, die wir gleich nochmal in nicht öffentlicher Sitzung dann behandeln werden. Und dazu kommen dann natürlich auch die Punkte, gab es weitere Verträge mit dem BND, war das der einzige? Und welche Kenntnisse hat man insbesondere an dann auch zu Kabelabgriffen bei anderen Telekommunikationsanbietern, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass dies nicht die einzige Operation in der Art und Weise war. Wenn ich mir jetzt überlege, das, was ich heute gehört habe, gerade von Zeugen Nummer 2 von Herrn Alster, das klang doch alles sehr danach, als ob eigentlich ausschließlich PSTN-Kommunikation, also sozusagen klassisches Telefonnetz, als ob das davon betroffen wäre und sonst eigentlich nichts. Wie plausibel erscheint Ihnen das nach Aktenstudium und dem, was Sie jetzt bislang gehört haben? Das halten wir für nicht plausibel, nicht nur, weil es in der Zeit eben diesen Riesenaufwuchs an Daten über Internet gegeben hat, dann auch natürlich dann das Aufkommen von Telefonie über Internet. Zum anderen bezieht sich dieser Vertrag Transit zwischen der Telekom und dem BND ja auch ausdrücklich nicht nur auf Telefonie, also leitungsgebundene Kommunikation, sondern auch auf paketvermittelte Kommunikation. Und ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass wenigstens nicht zu Beginn, aber im Laufe der Operation auch diese Kommunikation dort erfasst wurde. Und glauben Sie, das war an dieser Stelle und das war dafür der richtige Zeuge? Es ist tatsächlich formal der richtige Zeuge heute gewesen. Sie haben ja gehört, er war der Dienststellenleiter und der Stellvertreter der Abteilung, die die Schnittstelle bildet zu unseren Sicherheitsbehörden. Es war formal der richtige Zeuge. Ob er alles wusste von dem, was dort stattfand, da haben wir allerdings auch Zweifel. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der Konzern zwei Mitarbeiter, die durchaus zuständig waren, aber hier quasi vors Loch schiebt und sich nicht selbst erklärt? Da muss ich tatsächlich das ein bisschen zurückweisen. Wir haben uns die Zeugen ausgesucht als Untersuchungsausschuss, nachdem Herr Ricke ja nun uns wenig sagen konnte bis nichts, haben wir identifiziert in den Akten, wer tatsächlich für die Umsetzung dieser Zusammenarbeit in dem Konzern Verantwortung trug. Und diese beiden Namen spielten da in entscheidenden Rollen, insbesondere auch in der Kommunikation mit dem BND. Also es waren formal schon die richtigen Zeugen, aber ob sie den ganzen Umfang der Operation, die Zielstellung, die Hintergründe kannten, das war. Aber hätte das die Konzernleitung abhalten müssen, sich selbst zu erklären? Sowas geht doch auch öffentlich. Nicht nur geheimen Sitzungen. Bis heute hätte die Telekom jede Möglichkeit gehabt, auch über die Medien, Sie stehen ja alle hier, sicherlich zu dem Vorgang Stellung zu dem hat sie nicht genommen, das halte ich auch tatsächlich für einen Fehler. Und wieso konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Frankfurt? Wir reden jetzt erstmal zu dem Iconal-Projekt, wie wir es vorgefunden haben. Wir wissen aber auch, dass es Überlegungen zu anderen Abgriffen an Kabeln gab. Vielleicht auch eine Praxis dazu, aber Sie haben verfolgt, die Zeugen wollen gerade zu diesem Punkt nur in eingestufter Sitzung sprechen und in die werden wir jetzt gehen. Ich habe noch eine kurze Frage zu dieser eingestuften Sitzung, nur ganz kurz. Die Informationen, die Sie dann haben, also die sind natürlich nicht öffentlich, aber können Sie die in irgendeiner Form in dem Abschlussbericht irgendwie weiter verwenden? Wie hilft das Ihrer Arbeit, selbst wenn wir das leider nicht mitbekommen dürfen? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können natürlich summarisch auch solche Sitzungen bewerten, politisch.
Wir können immer auch Anträge stellen, im Nachgang die Protokolle abzustufen, damit sie dann auch öffentlich verwertbar sind. Und wir werden versuchen, die Gegenstände in geeigneter Form auch im öffentlichen Abschlussbericht zur Geltung zu bringen. Also alles drei sind Wege, die eröffnet sind. Und da sind wir uns im Ausschuss auch einig, dass wir die auch suchen werden, weil gerade, ich kann Sie verstehen, nach dieser Sitzung wollen Sie auch wissen, was wir gleich mit den Zeugen bereden. Und das sind zentrale Punkte unseres Untersuchungsauftrages. Vielen Dank. Danke. Also zunächst möchte ich mal als Vorbemerkung sagen, dass man gut merkt, die Probleme von sozusagen zu viel Geheimniskrämerei, weil dadurch auch einfach unvollständige Kenntnisnahme der Öffentlichkeit da ist. Die Kollegin Renner hat es ja eben beschrieben, wie schwierig es für uns ist, eben auch anhand der Akten, die wir haben, überhaupt so fragen zu können, um die Widersprüche, die sich für uns als Abgeordnete ergeben, richtig darzustellen. Ich glaube, was heute erfreulicherweise offensichtlich geworden ist, dass der Zugriff durch diesen Vertrag Transit, durch die Aktion, das Projekt Iconal, ein Paradigmenwechsel in der Fernmeldeaufklärung war und dass der mit wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Problemen behaftet war. Und dass man im Hinblick auf die Umsetzung eben tatsächlich Schwierigkeiten hatte. Es wurde gesagt, dass bei der neuen Technik dieser Umstellung zu paketvermittelten Datenweiterleitungen ein Transit im eigentlichen Sinne dieses Begriffes nicht mehr möglich ist und damit im Grunde auch die Frage, wie der Mechanismus des G10-Gesetzes hier, also wie man für einen ordnungsgemäßen, grundrechtskonformen Datenabgriff, wie man den organisiert, dass der unklar geworden ist. Und da hat man eben offenbar nicht das Gesetz geändert, sondern man hat einfach rumgewurschtelt und Fakten bei der Umsetzung geschaffen. Das erscheint uns hochproblematisch und es gibt viele Stellen jetzt in den Akten, die wir den Zeugen sehr konkret vorhalten werden, denn es gibt eine Menge Fragen. Aber der Vorwurf der, sagen wir mal, massenhaften, anlasslosen Datenspeicherung und gegebenenfalls auch Weitergabe, hat der sich Ihrer Meinung nach heute erhärtet oder nicht? Dazu haben wir noch nicht gefragt. Es gibt in den Akten Anlass, da sehr konkrete Nachfragen zu stellen, und zwar im Hinblick auf leitungsvermittelte wie auch auf paketvermittelte Datenausleitungen. Das sind aber leider Vorhalte mit bestimmten Schreiben und E-Mails, die ich hier öffentlich nicht in der Sitzung machen kann. Das muss ich gleich in der Sitzung machen. Insofern, das hat sich nicht bestätigt und aber auch nicht abgeschwächt, dieser Vorhalt. Was völlig klar ist, im Hinblick auf die Leitungskapazitäten, die deutlich erhöht wurden, es sind Millionen und Abermillionen Daten täglich dort abgegriffen und gerastert worden. Insofern für mich verhärtet sich insgesamt während dieses Untersuchungsausschusses dieser Vorwurf immer weiter. Danke. Ganz herzlichen Dank. Herr von Lott, ja. Gibt es wirklich tausende Seiten?